Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tietz. Ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net, dem Aktienscreener für Wachstumswerte. Hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um steigenden Kursen und steigenden Dividenden zu profitieren. Wir haben jetzt eine kleine Serie ins Leben gerufen und hier geht es um Dividendenkürzungen bzw. wie man Dividendenkürzungen vermeidet. In der ersten Folge haben wir uns das Payout Ratio, also die Ausschüttungsquote, angeschaut, wie man die berechnet und was man daraus quasi ableiten kann, um von Dividendenkürzungen verschont zu bleiben. Und in der zweiten Folge, da geht es um Analystenprognosen. Und Analystenprognosen, die sind natürlich, ja, die sind etwas umstritten, sage ich mal, weil es sind halt nur Schätzungen und Schätzungen haben es eben so an sich, dass sie nicht stimmen. Und das sieht man auch hier. Und zwar habe ich mir mal L-Brands angeschaut, schon wieder L-Brands, die gab es auch schon in der ersten Folge als ja, Negativbeispiel. Und wir sehen hier die Analystenschätzungen, und zwar wie sie sich entwickelt haben, angefangen vom Februar 2018 bis einschließlich Januar 2019, also 12 Monate. Und die Geschichte bei L-Brands war, dass die Dividende war sehr hoch, die war zeitweise 8% hoch, sogar über 8%. Und ihr Dividendenbetrag war 2,40 Dollar, also hier ungefähr in der Höhe. Und das hier sind die Earnings per Share. Und zwar haben sich natürlich dann die Investoren gefragt, ob diese Dividende sicher ist. Und man sieht, dass die Earnings per Share am Anfang auf knapp 3,50 Dollar geschätzt worden sind. Das heißt, diese 2,40 Dollar Dividende, die waren oder die schienen durchaus gedeckt zu sein, also auch in der Zukunft, weil das war die Schätzung für das Geschäftsjahr 2019. Und dann sehen wir eins, nämlich, dass die Schätzungen dauernd nach unten korrigiert worden sind. Und zwar insbesondere dann, nachdem neue Quartalszahlen rauskamen, dann sind jedes Mal die Quartalszahlen, also relativ so schlecht eigentlich nicht, aber eben nicht in Entsprechung der Analysten ausgefallen. Und dann haben die Analysten jeweils dann in Masse, weil es sind ja Durchschnittswerte quasi, von mehreren Analystenschätzungen nach unten korrigiert, zwischen 8 bis 10%. Das ist diese Linie hier, da sieht man, wie stark dann nach oben bzw. nach unten korrigiert wurde. Das ist dann die Achse hier und dann sieht man, dass zwischen 8, naja, 7 sage ich mal und 10% wurde dann jeweils nach unten korrigiert im Quartal. Und am Ende ist dann die Dividende nicht mehr gedeckt gewesen. Ich glaube, es sind 2,33 Dollar dann, wo hier die Schätzungen im Dezember gelandet sind von knapp 3,50. Also es ging dann ziemlich deutlich nach unten. Das Beispiel zeigt eben, dass die Analystenschätzungen ständig im Fluss sind. Jetzt darf man aber nicht hingehen, meiner Meinung nach, und sagen, ja, das ist ja sowieso alles Kakelores, was die machen und ich ignoriere das einfach. Denn Dividendenschätzungen können dennoch hilfreich sein. Zum einen geben sie ja einen Trend wieder. Und wie beispielsweise bei L-Brands zu sehen, ist der Trend eben negativ. Das allein mag schon eine Warnung sein. Bei Dividenden im Speziellen macht es aber noch mehr Sinn, auf die Prognosen zu schauen. Denn das Management hat die Dividenden oder kann über die Dividendenausschüttung in einem gewissen Spielraum ja schon frei entscheiden. Im Gegensatz zu dem Gewinn, der eher marktgetrieben ist, ist die Dividende ja noch halbwegs steuerbar, weil man kann Dividende ja auch teilweise aus der Substanz ausschütten, wenn man denn möchte. Und im Fall von L-Brands hat dann das Management im November angekündigt, dass die Dividende gesenkt wird, und zwar ab der März-Dividende im Folgejahr. Das heißt, es waren schon einige Monate voraus, die dann angekündigt worden sind, und es wird dann eben entsprechend von Analysten aufgegriffen, sodass dann auch die Analysten, die ja nicht nur die Earnings per Share beispielsweise einschätzen, sondern auch die Dividende, dass die das dann aufgegriffen haben und dann entsprechend öffentlich gemacht haben, sodass es auf diversen Finanzseiten eben abrufbar ist, diese Information. Und unter anderem eben auch im Aktienfinder, und das sieht dann aus wie folgt. Dann sind wir da hier im Aktienfinder drinnen und haben auch schon L-Brands wieder ausgewählt. Und dann sieht man eben die erwähnten 2,40 Dollar. Die sind noch aktuell auf die letzten 5 Monate bezogen und auch für das Geschäftsjahr, das am 31.01. endet, sind dann auch noch die letzten 4 Dividenden, die waren dann auch noch quasi voll. Aber hier dann mit der Ankündigung sieht man eben die Halbierung der Dividende auf 1,20 US-Dollar. Und das heißt, meistens sieht man ja die Dividendenrendite, die angezeigt wird, wie auch im Aktienfinder, die ist ja rückwirkend.
Die habe ich jetzt hier gar nicht, aber ich blende sie mal ein. Hier. Also hier ist sie 8,87%, aber die ist ja rückwirkend quasi. Also auf die letzten 12 Monate bezogen, wie dann in diesem Beispiel. Und die werden eben nicht mehr erreicht werden. Durch die Halbierung wären wir dann halt bei 4,5% ungefähr angelangt. Und das kann man eben dann sehr schnell sehen. Wir haben hier übrigens die 4,43%, hier stehen sie. Und das kann man dann eben sehen, dank der Prognosen, wenn die noch eingearbeitet werden. Ich kenne einige Finanzseiten, die argumentieren, dass sie bewusst auf die Prognosen verzichten, weil das ja sowieso nicht stimme. Also ich sehe das eben anders. Ich sehe das schon als wertvoll an, weil gerade bei den Dividenden, wie gesagt, da werden Dividendensenkungen dann ja doch öfter mal im Voraus angekündigt und das ist natürlich extrem hilfreich, nicht auf diese hohe Dividende hier reinzufallen. In diesem Sinne also immer Dividendenprognosen explizit mit beachten, wenn sie verfügbar sind. Natürlich kann man dann auch hier die Prognosen der Earnings per Share, des operativen Cashflows, der Umsätze und so weiter auch zu Rate ziehen. Aber insbesondere, wie gesagt, die Dividendenprognosen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.